Hallo und herzlich willkommen zu Runde 12 WCS Winter Replay Series. Wir sind in den Playoffs von NA und unser erstes Matchup ist der Zerg hier in Rot. Es ist Jem gegen den Protoss in Blau. Es ist Astrea. Und das hier ist eben, ups, Gewohnheit. Das war gerade wirklich Gewohnheit. Weil ich mache ja mal bei den normalen Replaycasts das Overlay am Anfang aus und dann wird es eingeblendet und genau dieser Automatismus hat mich gerade erwischt. Ja, wir haben hier erste Runde der WCS America Winter Playoffs. Und wir sehen hier ein Kill auf eine Probe. Ja, das ist alles Best of 5. Bis dann zum großen Finale, das ist ein Best of 7. Und wir haben eben hier Platz 6 gegen Platz 5. Und zwar, ja, der unterste Platz, der war Astrea, ein Platz darüber war Jem. Die beiden tragen jetzt eben hier Match aus. Wir hatten bisher einen Salad-Opener tatsächlich. Salad und Stalker kamen hier bei Astrea, weil ich mir nicht sicher bin, wo der Salad gerade rumsteht. Ach, das steht in der Wall, okay. Sentry mit dazu und danach ein Stargate. Bisschen unüblich, man kennt es ja eher, das Adept into Stargate Opening, auch das Stargate steht hier schon in der Wall. Also gar kein Problem für Jem, das zu sehen. Auch interessanter ist, Astrea beginnt hier mit einem Void Ray. Astrea ist ein amerikanischer Protoss. Momentan beim Team Alpha X. Und ja, er ist auch so ein Build-Spezialist. Der ist halt typisch amerikanisch, die spielen ein bisschen ihr eigenen Kram. Und mal sehen, wie gut Jem dagegen vorgehen wird. Momentan dritte Basis kommt für den Protoss, dritte Basis steht für den Zerg. Wir haben bei Jem mehr Queen-Produktion, er hat hier schon seine drei Stück, geht auf Nummer 4 und 5. Overlord Nummer 1 flieht vor dem Void Ray, das hier rauskam. Und wir haben hier ein Follow-Up-Void. Also es wird hier wirklich Void Ray produziert von Astrea. Ich bin sehr gespannt, wie gut das funktioniert gegen Jem hier auf King's Cove. Auf der anderen Seite Jem natürlich beim Team Chivo SC. Leider weiß ich über Astrea gar nicht so viel der Information, schon über ihn ist jetzt nicht so prickelnd groß. Momentan, also er ist momentan am formstärksten, stärker als er je war. Das muss man ihm lassen, er hat sich da nach oben gekämpft. Und sein PvZ-Matchup ist sein mit Abstand stärkstes Matchup. Hat ein Aligulag-Rating von 2100, hingegen sein schwächstes Matchup ist gegen Terraner, da hat er gerade mal 1800er Rating. Also ist schon ein massiver Unterschied. So, man hat hier quasi für sich das günstigste Matchup. Kriegt ja auch schon die ersten Overlord-Kills, holt ihr danach eine Forge und eine Robo. Die wollte es hier fliegen, mal fröhlich durch die Gegend. Und wir haben ja auch ein paar Linge verteilt noch von Jem, um zu scouten. Ja, das ist Jem auch bereits am Creep-Spreaden, baut sich hier ein Leertag. Und ja, wir sehen jetzt hier, die Voidrays werden ausgesandt, um nochmal nach ein paar Sachen zu suchen. Und ja, Jem momentan auch tatsächlich so in seiner besten Form seiner Karriere. Kommt da auch schon so ziemlich ran. Und er ist auf jeden Fall ein bisschen stärker unterm Strich als Astrea. Wobei bei Jem auch das schwächste Matchup ZVP ist. Also tatsächlich das Matchup-Favorite hier momentan Astrea, der eigentlich unterm Strich ein schwächeres Spiel ist als Jem. Die beiden sind aber auch schon einige Male aufeinander getroffen, haben gesamt schon 35 Snaps gegeneinander gespielt und davon hat Jem 62% gewonnen. Und wir sehen das heute, hier kriegt den Snipe auf die vierte, wird aber hier gecancelt. Und jetzt muss er sich dringend zurückziehen, währenddessen ist sein Kollege unterwegs in die Netspiel. Und ja, damit rechnet man jetzt auch nicht unbedingt, dass plötzlich Void Ray hier Rissman ankommt. Das Weite schnappt sich hier mal drei Drones und ja, will hier noch ein bisschen weitermachen, muss sich jetzt aber auch zurückziehen. Verliert sonst gleich ein paar Hitpoints. Und danach geht es hier in die Robo und Robotics Bay. Das ist schon die zweite Robo, die mit dazu kommt. Also Doppel-Robo mit Robotics Bay. Doppel-Koloss-Produktion beginnt jetzt hier und weitere Gateways kommen. Astrea rüstet also massiv auf. Wenn das ein Champ versucht, seine vierte zu stellen, baut auf gerade Hydras. Also Link Hydra momentan als seine Army-Komposition, wogegen Kolosse eigentlich ziemlich stark sind. Momentan hat Jem auch wenig Planung, was da auf ihn zukommt. Er hat noch einen Scout reingekriegt, aber da hat er nur die eine Robo gesehen. Wie es danach weiterging, weiß er nicht. Aber es waren ein paar Linge ausgesandt. Und er mit 70 zu 74 im Worker-Count, also da sind beide gleich stark gerade unterwegs. Ist natürlich nicht so toll für den Zerg. Der Zerg möchte eigentlich ein bisschen die bessere Economy haben als der Protoss. Aber mal sehen, wie viel Astrea hier mit seinen Void Rays noch anrichten kann und wie viel dann mit den Kolossen abgeht. Hier sind ein paar Hydras, aber zwei Hydras gegen zwei Void Rays wird so nicht reichen, aber Astrea möchte das Engagement nicht. Stattdessen geht es jetzt hier auf seine Natural, auf seine Wall, die er komplett dicht gemacht hat. Aber die wird auch defended von Sentry und Stalker. Die Void Rays warten auf später. Wir werden hier drüben gerade noch eine Hallucination, die durchgeschickt wird, um zu scouten. Denn beim Zerg kommt gerade schon der Infestation Pit.
Also tech-technisch geht es da steil nach oben. Ein paar Bändige wollten hier einen Run-By starten auf die dritte, aber da ist auch eine gute Wall. Und da kommt ein schönes Force-Field und die Bändige damit erreichen nichts. Ein bisschen Schaden an den Zellets, aber das war es dann auch. Wenn es nee, die Dinge wurden auch defended. Auch wenn die Wall ein bisschen Schaden genommen hat. Aber Estrella rückt mal ein bisschen aus, hat einen Wardress mit dabei. Die Wardress kommen da auch noch mit dazu. Und somit wird der Circuit jetzt gleich mal angegriffen. Mal sehen, gut Cem das defenden kann. Es ist einiges an Creep da. Ein Observer kommt jetzt erstmal dazu. Und die Queens spucken bereits hier fröhlich auf die Wardress. Es kommt ein weiterer Baning Morph. Es sind einige Hydras auf dem Feld. Die haben ihr Range Upgrade. Es fehlt nur das Speed Upgrade. Die Protoss Army geht erstmal wieder zurück. Baut erstmal einen Observer mit dazu. Und momentan 70 zu 78. Und vierte Basis kommt für Estrella. Also er will das tatsächlich noch ein bisschen länger ziehen, das Game. Mehr Kolosse bauen, mehr Void Rays. Währenddessen kommt bereits Spire und Hive Tech hier bei Cem, der jetzt hier fleißig am Tacken ist, auch vier Basen am Laufen hat. Natürlich, Protoss ist nicht weit weg, Economy Tage. Jetzt mit dem Observer geht es wieder raus, noch mit den nächsten beiden Kolossen und dem nächsten Void Ray. Also Feuerpower ist in der Protoss Army durchaus gegeben, plus 1 Attack ist auch mit drauf. Und der Cryptomar, ja, erreicht schon mal nichts. Da kommen nochmal Hallucinations mit dazu, ein paar Phoenix werden ausgesandt. Und hier geht es jetzt auf den Creep. Die Hydras sind da, Banings sind auch da. Banning Speed ist drauf. Aber trotzdem, die Kolosse tanken natürlich einige Sekunden. Die Hydras müssen erstmal an die Kolosse rankommen. Es gibt einen kleinen Run-By an Baningen hier an der dritten Basis. Da kommt gerade noch ein bisschen mehr Wall. Da kommt ein Stalker, der alleine wird aber nicht reichen. Die Baningen müssen hier durchfahren. Werden nochmal geblockt vom Stalker-Wappen. Aber da wird es einige tote Probes geben. Die Probes sind alle low. Aber tatsächlich Schadenminimierung. Nur drei Probes gehen down. Gerade noch so hingekriegt bei Estrella. Währenddessen macht immer noch weiter Druck hier. Hat seine drei Kolosse jetzt mit am Start und das Warpress mit ihm auch noch, drei Void Rays. Und ja, der Zerg muss wirklich aufpassen mit dem Engagement. Die Hydras sind halt nicht so geil gegen Kolosse, weil wenn die Range schon plus 1 mit dabei haben, plus 2 ist unterwegs, mehr Void Rays werden gebaut. Und wir haben hier lustigerweise ein paar Overlords, die jetzt in den Norden geschickt werden. Ja, jetzt geht's hier drauf, Forcefields kommt auf die eine Seite, aber wenige wollen nicht den Surround ansetzen. Da kommen nochmal Forcefields, jetzt sagen sie, wenige rennen von der Seite rennen, werden aber ziemlich krass geblockt von den ganzen Stalkern. Es sprengt trotzdem sehr viel Protoss auch raus, aber es lebt halt immer noch die Kern-Army. An vier Kolosse. Kann Cem das knacken? Er geht währenddessen auf den Greater Spire. Holt sich weitere Upgrades. Observer ist jetzt hier im Überwachungsmodus. Nächste Welle am Baning und Hydras kommt von allen Seiten, um die Kolosse loszuwerden. Baning kommt auch unter die Kolosse rein und explodieren fast den ersten. Warpless ist ein bisschen gefährlich in Position. Die Hydras, ja, schließen sich hier durch die Voidways und die Stalker. Die Kolosse ist noch die einzige Defense-Line, die der Protoss hat. Ist noch ein Stalker und ein Voidway mit dabei. Aber das Warpless lebt auch noch. Nächster Warpin kommt und ein Protoss pusht hier weiter. Strayer gibt hier noch keine Ruhe. Die Trades bisher ein bisschen schlechter für den Zerg, aber nicht wirklich viel. Und wenn dann die Kolosse rankommt, wird sich das ziemlich schnell drehen. Nächsten Banding noch nicht ganz ready. Es ist gerade ein Banding mit dabei. Jetzt kommt die Banding, weil die Linge sind dran an den Kolossen, fressen die ersten beiden, die versuchen die Rampe hochzukommen. Aber das sind jetzt die Baninge. Die crashen auch noch mit rein. Die Kolosse tanken das weg. Aber am Ende hier die Zerg Army. Sie pusht weiter nach vorne. Nächster Koloss geht down, da wird nur noch ein einziger übrig. Jetzt kommt nochmal eine Archon mit dazu, aber der ist auch schon mega low. Und Astrea kann hier, glaube ich, einfach nicht weiter pushen. Er will es trotzdem versuchen, nochmal eine Runde Sellets. Wenn das mit dem Zerg nochmal eine Runde Linge, eine Runde Corruptor kommt mit dazu. Die Sillets tatsächlich sind jetzt überraschend wertvoll, weil gerade keine Baning auf dem Feld sind. Die Frage ist, ob Estrella wirklich weiter fighten will. Es scheint gerade nicht so. Er geht gerade lieber auf die linke Seite hier. Aber da ist jede Menge Creep. Der Observer kommt da mit in die Gegend, sieht die ganzen Hydras hier. Und jetzt werden allerdings Brugods gemorpht. Und darauf hat Estrella gerade nicht so wirklich eine Antwort. Er hat zwar Stalker, aber ohne Blink. Er erforscht gerade Storm. Und wir sehen hier, Cem einfach versucht defensiv zu stehen, wird jetzt nochmal ein bisschen Creep verlieren, aber er hat in der Nord, in der rechten Seite im Norden wesentlich mehr Creep, der noch auch weiter gespreadet werden kann, also so tragisch ist es für ihn jetzt nicht. Und der Protoss ist auch erstmal hier nicht mehr so aggressiv am Pushen, sondern versucht selber mit Blink und plus 1 Armor hier noch was zu machen, aber Brugods sind eben draußen. Und Cem, er hat nicht wirklich Drones verloren in der ganzen Sache jetzt, er hat zwar ein paar Einheiten verloren, aber der Protoss ebenfalls und die Zerg Economy läuft ziemlich gut. Und wir haben jetzt hier eben die Hydras am Pushen. Die Linke ist ein bisschen alleine vorwärts mit ein paar Baningen. Da ist nochmal ein Koloss. Der, ja, kriegt zumindest mal die Linke. Storm ist auch mit drauf. Der Koloss wird hier surrounded, aber momentan die Protoss Army safe den Koloss. Macht da genügend Damage. Und wir haben währenddessen mehr Broodlords im Morph. Nochmal vier weitere Broodlords. Es kommen wieder Void Rays mit dazu. Können natürlich gegen die Broodlords auffighten, aber dazu stehen immer noch einen ganzen Schwung an Hydras im Weg. Also wird nicht einfach für Estrella dadurch Cems Army durchzukommen. Warpism wurde gescoutet von den Lingen und fliegt jetzt natürlich auch komplett über Creep. Und die Zerg Army wird ein bisschen zurückbewegt. Und Estrella momentan, er positioniert sich immer noch hier, aber will, glaube ich, noch nicht so wirklich durchpushen. Mal sehen, ob er das jetzt dann gleich macht. Hier drüben picken gerade den Lean Run bei ab. Da ist aber der Cannon Zellets und Stalker. Die macht schon mal eine gute Defensivarbeit. Und hier drüben geht es jetzt eben ran auf die Basis Nummer 5 vom Zerg. Nimmt ein bisschen Schaden, aber die Bulots sind eben die große Gefahr.
Und Astrea hat nicht so wirklich die Antwort. Und er transitioniert auch nicht Richtung Tempest. Dass ich, das sind wirklich Blinkstalkers eine Lösung, wobei die Stalker gerade gecatcht werden von den Dingen, von den Hydras und dem Bruder. Da kommen ein paar Force Fields, um die Protoss-Einheiten zu safen. Jetzt kommt Fleet Beacon plus weiteres Stargate. Also jetzt kommt die Transition in Richtung Tempest. Aber die Bulldogs jagen währenddessen schon alleine gerade die Protoss-Army. Da wird teilweise gerecallt auf den Kolossen, um gegen die Dinge hier zu defenden. Aber das sind auch Corruptor und Hydras mit dabei, währenddessen hier die Army. Void Rays gehen aber jetzt ran auf die Bulldogs. Und die Bulldogs haben gerade keine Defense. Somit tatsächlich kriegen die Bulldogs ein bisschen Probleme. Die Void Rays in ihrem Overcharge-Modus, in ihrem Prismatic Alignment sind nicht ganz so schnell. Und ja, somit gehen zwei Bulldogs nur down. Und die Protoss-Army hier hat ein bisschen Probleme. Kann jetzt hier natürlich surrounded werden. Es sind noch ein paar Storms da. Blink ist auch da. Die Bulldogs sind schon wieder alleine auf der Jagd. Wie Cem hier seine Bulldogs alleine losschickt. Ist auch cool. Man hat jetzt hier auch den Highground. Bulldogs sind immer noch hier ohne Support. Wenn es die Rest-Protoss-Army läuft, gerade hier on Creep. Und zwar ziemlich tief. Hat jetzt den Observer auch mit dabei. Und hier drüben, die Army wird einfach gejagt. Jetzt kommt der Blink nochmal ran auf die Bulldogs. Storm soll da wahrscheinlich auch noch folgen. Tempel laufen auch mit ran. Und da kommt der Storm. Die Bulldogs werden hier weniger. Aber es reicht nicht ganz voll ab Storm. Bulldogs, es werden noch ein paar Bulldogs gesniped. Die nehmen auch noch ein bisschen Schaden. Aber sie überleben das Engagement, sie klären diese Protoss-Army. Und Astrea versucht währenddessen auf Tempest zu kommen. Geht auch plus 1 Air-Weapons. Mehr Bulldogs werden bei Cem gemofft, der jetzt hier so nach und nach Banks sammelt. Astrea hat ein bisschen Obermans. Hat ja auch einen Zealot-Run bei unterwegs, aber der wird abgefangen. Und bisher macht der Cem eigentlich ein solides Game. Die findet gut gegen den Push, den Astrea vorhatte. Und seitdem hat Astrea irgendwie so ein bisschen die Orientierung verloren. Und hat jetzt ein bisschen gebraucht, um sich ja neu zu sammeln. Und jetzt hier auf die Tempest zu gehen als Antwort auf die Bulldogs. Zieht jetzt hier aber auch die ganzen Baninger, da muss er auch eingreifen. Aber natürlich der Circle momentan bedrängt ziemlich krass. Hier drüben wird immer Creep geklärt mit den Observer und den Zealots zusammen. Aber die Zealots werden vermutlich nicht mehr weit kommen. Sie kriegen zwar sehr viel vom Creep weg, aber trotzdem, die werden dafür mit dem Leben bezahlen. Denn da kommt die Circle mit den ganzen Baninger und die Zealots keine Überlebenschancen, wenn das nächste Side-Run-Base unterwegs ist. Hier unten ist Creep-technisch nichts mehr. Also hier unten kann man ziemlich easy in die vierte, in die fünfte reinrennen. Aber das ist ein Triple-Spine-Crawler, um zu defenden. Ersten Tempest ist ein Army mit dabei, wenn das geht, Cem auf Infestoren. Die Bulldogs aber wieder ein bisschen weit vorne und der Tempest macht den ersten Schuss, aber mehr Bulldogs nochmal aus dem Süden. Und der Protoss jetzt kriegt ein bisschen Probleme. Corruptor kommen auch mit ran, kriegen ein paar Storms ab und nochmal ein Fallup-Storm. Und Corruptor leben aber trotzdem noch ziemlich ordentlich. Weitere Storms werden gezündet. Das sieht auch nicht mehr so toll aus wie Astrea gerade. Setzt nochmal den letzten Storm, den er zur Verfügung hatte und jetzt geht es einfach nur rückwärts. Versucht irgendwie mit eigenem Reinforcement arbeiten zu können. Kolosse werden low, aber sie leben noch. Der Blink nach vorne auf die ganzen Corruptor und die ganzen Hydras, wenn das nicht selbst stehen, einfach untätig rum im Süden, machen gerade nichts. Die Kolosse leben aber noch und der Protoss hält das erstmal so weit, aber die Bulldogs sind noch immer im Leben. Tempest werden gerade neue gebaut, jetzt gehen die Zealots hier rein. Die haben plus 2 Attack und plus 1 Armor, also sie nehmen zumindest mal einen der Spinecrawler raus, zwei der Spinecrawler raus, charge nochmal die Infestoren an, kriegen sogar, nein, kriegen den Infestor nicht, der wird transused und somit wird die ganze Zealot-Geschichte hier so nach und nach defended. Wie man sieht, die Mann einfach nicht genügend. Oder ist immerhin baut währenddessen mehr Tempest. Die Bulldogs sind wieder ein bisschen weit, irgendwie immer die Bulldogs weit vorne sind von Cem. Er schickt die Bulldogs immer sehr, sehr aggressiv nach vorne. Jetzt kommt der Rest mit dazu. Da kommt nochmal ein Storm auf die Hydras und die Corruptor. Da kommt jetzt auch ein Fangl auf die ganze Protoss-Army, damit es weglaufen. Gerade keine Option. Der Protoss verliert hier nach und nach die ganzen teuren Teile seiner Army. Da ist nicht mehr viel übrig. Nur noch ein paar Stalker und die drei Tempest. Und die geben sich noch größte Mühe, um zu defenden. Aber die Bulldogs sind noch immer ein Problem. Die Infestoren sind noch immer ein Problem. Und Cem remaxt einfach. Er hat das Geld. Er hat die Bank. Gar kein Thema für ihn. Nochmal schöner Fangkick hier auf alles. Und da hat Astrea einfach nicht genug. Musste hier geschlagen geben. Da kommt das GG by Plate. 1-0 für Cem. Wir gehen in Map Nummer 2. Weiter geht's hier auf Nurim Pagnancy. Wir sehen mal wieder die Probe wird gejagt. Wir sehen einen weiteren Stargate-Opener. Dieses Mal gibt's aber einen Adept First. Keine Salad-Geschichte davor. Dann einfach direkt einen Adept. Und natürlich Cem jetzt hier mit 1 zu Führung. Geht auch schon seine dritte Hedge, holt sich ein Speed-Upgrade. Also er wird das hier, denke ich, auch wieder ähnlich spielen. Ich meine, so viel Stress hat er jetzt nicht in der ersten Map gegen Astrea. Aber ja, mal sehen, was Astrea hier noch auspacken kann. Die Void Rays waren zwar ganz nett, aber haben sich am Ende nicht so ganz gelohnt für ihn. Weil der Hydra-Count einfach zu krass war. Adept shaded nicht. Und jetzt noch ein Stalker beim Protoss, um die Overlords loszuwerden. Wir sehen, jetzt kommt auch ein Oracle First. Und somit bisschen gewohnter Opener vom Protoss hier. Ja, der Overlord hier. Ja, da fliegt er an die Ecke und da kommt er nicht mehr weiter. Das heißt, der Stalker hat genügend Reichweite, um den Overlord zu snipen. Auf Wiedersehen OV1. Es gibt noch einen OV2, der lebt hier im Süden. Aber ja, momentan ist er nicht im Einsatz. Es kommt Doppel-Oracle erstmal als Opening. Aber natürlich von Cem kommt auch die Antwort mit Spore Caller Nummer 1 wird gebaut. Es sind drei Queens draußen. Es kommt eine vierte Queen.
Ich war kurz Supply blockt, aber ist nicht so tragisch. Danach gibt es eine Robo hier bei Astraea. Ja, Astraea übrigens kommt ursprünglich aus von den Teams Ascension und Team Root. Weil bei Team Root war er in der Academy. Team Root hat ein eigenes Academy-Squad, das heißt dann auch lustigerweise Seed. Das ist die Seed Academy. Und Astraea ist der erste Spieler, der von das Academy, vom Academy-Team zum Main-Team promoted wurde. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her, das war damals in 2014. Dann war es aber um Astraea dann doch wieder ruhiger und momentan ist er tatsächlich wieder auf einem ziemlichen Hoch, was seine StarCraft-Karriere betrifft. So, wir sehen jetzt hier Doppel Oracle gegen Triple Queen, das wird nicht funktionieren. Und wir sehen Roachworn und Leertech unterwegs bei Cem. Währenddessen gibt es bei Astraea das erste Warp Prism und nochmal der Overlord hier am Scouten. Ja, und hier ist Robo-Only tatsächlich. Da ist kein Twilight Council hinter, da kommt kein Templar Archon Drop, sondern das kommt einfach mal ein direktes Warp Prism und da kommt dann mal ein Oracle mit dazu. Also da kommt einfach ein bisschen Action von Astraea. Währenddessen Cem hat aber schon den Roachworn. Der Roachworn klärt halt davon schon ziemlich viel, sobald die Roaches da sind. Da will man hier der Shade gelingt nochmal rein in die dritte. Aber da geht nur eine Drone bisher down. Die Adepts laufen panisch den Roach hinterher, wollen da noch mehr haben. Am Ende jetzt sterben wir doch 6 Drones tatsächlich in kurzer Zeit. Währenddessen ist nochmal das weitere Oracle hier auf Richtung Mainbase unterwegs. Da ist ein Sporkon und eine Queen. Also ist auch nicht einfach da Damage zu machen. Die Linge werden hier nochmal gescoutet. Es kommt eine Forge, es kommen Immortals. Und ich denke, Astraea will er wirklich auf. Ne, er hat das Warp Prism alleine losgeschickt, genau, weil sonst hätte er den Immortal vor dem Warp Prism gebaut, wenn ich hier wirklich einen All-In durchziehen möchte. Und jetzt geht's nochmal rein in die Main, da gehen, nein, es geht nur eine weitere Drone down in der dritten Basis, wird ebenfalls weiter defended. Der eigene Overlord muss kurz leiden, aber es wird soweit alles abgewehrt und die Oracles kriegen hier nicht den Damage, den sie gerne gehabt hätten. Na, trotzdem 58 zu 50 Worker ist zum Protoss noch ganz okay, aber wir sehen jetzt eben massive Roach-Produktion für Cem. Und Roach Speed kommt mir dazu und der hat sich gerade keine weiteren Drones gegönnt, sondern der pumpt einfach richtig dickes Army Supply gegen einen Protoss, der zwar Immortals baut, aber Single Immortal ist gar nicht mal so viel. Was kommen? 5 Reiter Gateways und ein Dweiler Council. Momentan ist Astraea eben noch auf 2 Base und weiterhin die Cem Abwehr gegen Oracles ist richtig stark. Erstes Oracle, nein, es geht noch nicht down. Es geht gerade so nicht down, es kommt gerade so außerhalb der Reichweite vom Sporkon. Jetzt kommt der Recall, um die zu saven. Und die werden auch überleben. Währenddessen kommen die nächsten beiden Oracles rein in der dritte. Und da ist diesmal nur eine Queen. Und da gibt es jetzt den Damage, den Astraea die ganze Zeit wollte. Da gibt es richtig viele tote Drones. 12 tote Drones. Die Oracles suiciden jetzt einfach. Aber sie nehmen so viele Worker raus. Und am Ende 17 Drones sterben. Das Oracle hat das gerade noch den Nidus gesehen? Nein. Ah, es ist einen kurzen Augenblick davor gestorben, leider. Es hätte fast noch Chancen gehabt, das Nidus Network zu sehen. Aber somit kommt hier der Nidus. Es sind Linge unterwegs. Wenn das mein Protoss hier doch mal die Oracles. Sind draußen, Adepts hier werden mit dem Warp Prism nochmal in die Mainbase gebracht. Aber die Linge werden auf jeden Fall gescoutet und die ganzen Roaches aus. Also Astraea merkt, dass sie hier belagert wird. Versucht gerade auf dem Temple Archive zu gehen. Da kommen jetzt hier Ravager, da kommen die ganzen Roaches. Und dann kommt, gleich kommt noch der Nidus mit dazu mit den ganzen Queens. Aber 40 zu 50 Worker. Also der Protoss hat momentan den Economy-Vorteil. Problem ist, er muss jetzt halt den Attack überleben, was nicht ganz einfach wird. Hier geht es nochmal zur Sache mit den Adepts in der Main. Und da sterben noch mehr Worker, aber eben der Nidus kommt jetzt hier direkt ins Gesicht von Protoss. Die Immortals werden nach hinten gezogen. Die Linge sind nicht mehr so zahlreich. Das heißt, die Immortals können jetzt hier gegen Roaches ballern mit den Parcellets zusammen. Und momentan die Defense sieht gar nicht so schlecht aus wie Astraea. Die Immortals machen ein bisschen guten Job. Jetzt kommt der Rückzug, weil der Nidus fertig wird. Jetzt sind die Queens mit dabei. Wenn das sind 4 Drones sind gestorben, mehr Drones sterben nochmal an der Natural. Und damit stirbt gerade die ganze Economy von Cem weg. Das heißt, er muss irgendwie damit finishen. Da kommen ein paar Force Fields, um Roaches zu blocken. Der Protoss hier muss hier nochmal neu sortieren. Die Sentries geben ihr Bestes, die Immortals geben ihr Bestes. Das ist 24 zu 50 Worker, also im Prinzip Astraea, er muss nur diese Army nach und nach loswerden, dann läuft das nicht schlecht für ihn. Da kommen jetzt die ersten Transfuses, die nächsten Trolls of Files, der Cybernetics Core wird bald fallen, die 4 Immortals sind auf dem Feld, die Roaches hier steinweise platzen sie schon weg, Transfuser Nicky ist nicht mehr so viel da, Trolls of Files wird weiter ausgewichen, also bisher läuft das nicht ganz schlecht hier gerade für Astraea, der versucht hier noch Cannons und Schildbatterien online zu kriegen, aber die waren gerade nicht ganz fertig, die Immortals weiter ballern fröhlich um sich. Beim Sorg kommt nicht so viel den Forsten nach, es waren gerade Drones gebaut, aber das sieht nicht so gut aus hier für Cem, er verliert mehr und mehr Einheiten und er macht bisher nicht den Killer-Damage, jetzt hat er 7 Probes erwischt, aber es ist immer noch 9 Probes, 9 Worker gerade hinten, hier nochmal Forstwills, da kommt die Queen leider durch. Die Queen ist auch noch sehr weit vorne und die Queen wird auch angecharged und kommt eliminiert. Damit die Queens auch nur noch, glaube ich, eine übrig, ne, 3 Queens sind tatsächlich noch auf dem Feld, aber 2 sind noch in der Sorg-Gegend. Und hier die Roach Army, hat sie gerade, glaube ich, seine eigene Roaches rausgeschossen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Die Rocks sind jetzt hier down. Der Protoss wieder mit den 4 Immortals. Es ist nicht mehr so viel Roach Feuerpower hier. Und das Schildbatterie ist auch mit dabei. Man sieht hier, die Roaches platzen immer wieder mal weg. Und Astraea wird das überleben. Und Cem ist jetzt hier in keiner schönen Ausgangslage. Der hat es wieder mal drin in der Basis. Nehmen nochmal ein paar Drones raus. Und
Ja, die Roaches währenddessen werden hier schwächer, sind nicht mehr so mächtig. Es ist noch die Queen, die versucht mit dem Creepspad hier zu beginnen. Aber hier hat eigentlich Astraea schon die Army. Mit 5 Immortals kann er eigentlich schon easy rauslaufen und diese Army einfach überlaufen. Zellets mit Charge noch mit dabei. Und ja, jetzt geht's auch dran, wie man sieht. Es geht auf den ersten Ravage schon einfach reinkiten. Nydus kann noch gesniped werden und somit hier die Ravages nur noch weglaufen. Die Queen unten ist eigentlich fleißig, setzt nochmal mehr Creep-Tumore. Trotzdem, der Resmet war hier noch unterwegs mit den Adepts. 4 Drones sind nochmal gestorben. Und wir haben jetzt hier 50 zu 42 in den Workern. Zerg ist auf 3 Basen, aber halt wie? Und der Protoss rückt jetzt einfach raus mit seiner eigenen Armee. Und jetzt muss Cem irgendwie was bauen, was dagegen verteidigen kann. Er versucht, die Roaches zu bauen. Mobson weicht den Cross of Ice aus. Und diese Army wird halt für die Roach-Army richtig, richtig schwierig. Es kommen zwei Spinecrawler, aber die brauchen noch lange, bis die fertig sind. Die Queen hier hat sich zwar größte Mühe gegeben mit dem Creep, aber das ist Astraea komplett egal, denn er läuft jetzt rüber. Er will hier den Ausgleich, nimmt den ersten Overlord hier noch raus. Nein, der Overlord lebt sogar noch und die Mortals stellen sich auf. Archon auch mit dabei. Wenn das in Zellets werden abgestellt in die dritte Basis, um dafür Chaos zu sorgen, wenn das dann die Natural belagert. Roachborn ist an vorderster Front, kann hier gesniped werden, wird auch gesniped werden. Es geht weiter drauf hier. Protoss ist am Fighten, 5 Drones sterben bereits die dritte Basis, wir werden das immer noch angegangen von den Zellets. Die werden aber geklärt mit mehreren Roaches. Trotzdem hier in der Natural sieht es nicht gut aus. Es können gerade keine weiteren Roaches gebaut werden, da der Roachborn tot ist und momentan die Astraea steht und fightet einfach mit den ganzen Mortals. Jetzt kommen mal Roaches aus dem Süden, aber die waren gerade komplett geforcefield und easy gesniped. Jetzt kommen die Roaches nochmal aus Main und Natural, die versuchen jetzt an die Mortals ranzukommen, aber da ist der Warpus im Safe noch immer ein Thema und man sieht, die Roach Army löst sich einfach Stück für Stück auf. Cem fällt mehr und mehr im Supply, 22 Drones jetzt aufgefallen und da ist beim Zerg einfach nicht genügend, der wird einfach überlaufen von Protoss. Das wird der Ausgleich werden. Astraea defendet hier den Nydus und macht damit das 1:1 und wir gehen in Map Nummer 3. So, weiter geht's auf Automaton. Wir sehen hier einen interessanten Proxy-Pylon-Versuch von Astraea. Er schickt hier Salad und Stalker mit rüber, aber der Pylon muss gecancelt werden. Die Probe wurde gefunden, Speed-Upgrade ist da für die Linge. Und ja, damit kann Astraea hier nicht mehr viel anrichten. Salad ist auch schon am Weglaufen. Ja, aber der wird hier nicht wegkommen, der ist zu langsam, wird surrounded. Der Stalker hilft nochmal aus, versucht die Linge loszuwerden, aber kaum eine Chance. Jetzt kommt da der Recall auf den Stalker, aber auch der wird... der verliert sogar noch die Hälfte seiner Hitpoints. Kommt aber weg. Wenn das gab es wieder ein Stargate, es gibt wieder ein Void Ray. Also Astraea kehrt hier zurück zu seinem Plan von der ersten Map von King's Cove. Mit dem Salad Stalker Sentry Opening und dann mit einem Void Ray mit dazu. Also es würde funktionieren, wenn er den Pylon hier durchkriegt, Schildbatterien ranbauen kann. Und dann mit den Gateway-Einheiten schon hier steht, dann kann er auch die Void Rays dazu rain. Dann kann er da einen ziemlich guten Push, denke ich, draus bauen. Aber Cem ist dazu abgeklärt, hat das gescoutet, defended und ja, jetzt steht er hier. Trotzdem, der Overlord wird nicht lange leben. Sofort angelasert, hochgelasert und die Linge, da kommt der Pylon Cancel, die Linge werden einfach reingelassen, Forstel kommt da nochmal, ein paar Linge kommen durch, zwei Linge momentan sind in der Mainbase, wo jetzt werden aufgeklappt, die Props sind am panischen mitfighten und die Linge werden weniger und müssen hier wahrscheinlich auch raus, sie wollen vielleicht nochmal die Main, aber es sind nicht mehr viele Linge und das sollte Cem doch verteidigen können, Astraea verteidigen können, wenn das ein Cem scoutet, die Forge, die ihm schnell mit dazu kam. Stand ist plus 1, dass mit dazu kommen. Mehr Voidrays werden gebaut. Die Linge werden hier nach und nach geklärt, haben bisher keinen Kill bekommen, haben durch den kompletten Scout gekriegt, aber ist jetzt natürlich auch nicht das Schönste, aber wenn man so viele Linge dabei fliert. Die Wall wurde jetzt wieder zugemacht. Oder enger gemacht. Ich glaube, jetzt kommt noch immer noch was durch, aber auf jeden Fall sind die Linge hier soweit defended. Nicht sicher, ob Bait am Ende. Weil am Ende hat jetzt hier Cem mit den Lingen nicht wirklich was erreicht. Und die Wall wird wieder aufgemacht. Also die war geplant, dass die aufgeht. Jetzt kommt ein Warpwissen mit dazu und Protoss hier die Supply capped, baut aber zwei neue Pylons und da geht's raus für dritte Basis von Astraea. Wenn das ein Cem selber auf drei Basen, 61 Drones, baut hier gerade ein Spire, ein Baning Nest und ein Hydrodan. Also gerade fröhliche Tech-Parade, Leertech ist schon da, plus 1 Milliatex kommen wir dazu, Creepset wird begonnen, vierte Basis kommt und jetzt sind aber hier die Void Rays einmal mehr unterwegs. Mal sehen, ob die hier auf dieser Map mehr anrichten können als auf King's Cove. Sehen wir, Protoss kommt noch die Robotic Space, kommt ein Twilight Council. Also auch hier wird wieder Richtung... Mal sehen, ob es jetzt Kolosse werden oder ob ich hier versuche, mit Disruptor eventuell was zu machen. Wir sind hier Void Ray, einfach Fokusfeuer. Kann nochmal den Overcharge, wir sind den Prismatic Alignment anwerfen, um die Spotfolder loszuwerden. Und dann geht's raus, wenn das eine... Das Void Ray hier hat noch ein bisschen Spaß mit den Overlords. Egal, den ersten könnt ihr den zweiten eigentlich auch noch fast kriegen. Der ist nämlich auch ziemlich low. Und da verliert Cem doch einiges. Das ist natürlich nervig. Und jetzt das Warpism kommt auch mit dazu und warpt jetzt hier rein. Aber es gibt einen kleinen Link-Attack auf die dritte. Aber da ist die Wall überall zu. Sowohl die Natural als die dritte sind soweit safe. Adept ist jetzt hier mit dabei. Das Void steht hier mit rum. Und das andere Void zieht sich gerade erstmal zurück. Die Linge warten hier vorm Protoss-Ausgang. Und es kommen wieder Kolosse. Es kommt diesmal aber ein viel schnelleres Blink. Und das Plus 1 ist auch gleich mit drauf. Trotzdem hier mit dem Adept, mit dem Void.
wird der versuchen, ein bisschen Harassment zu starten. Das wollte hier nochmal zwei Drones aus 65 zu 64 im Work-Account. Und hier die Queen sieht beinahe das War Prism, aber hat es nicht ganz gesehen. Also momentan, das ist hier soweit unentdeckt. Und jetzt geht's einfach rein mit den Adepts und dem War Prism. Einmal fröhlich mehr Drones typen, weil das Fokusfeuer natürlich sitzen muss. Da kommt noch der Shade nach draußen zum War Prism mit dazu. Da ist die Hydra mit dabei. Und der Adept 1 wird es nicht überleben. Insgesamt 5 Drones werden gesniped und jetzt einfach evakuieren vom Rest. Es kommt noch Waning Speed, Centrifugal Hooks. Und wir sehen hier noch Hydra's Range Upgrade. Und hier drüben riesen Morph am Baningen. Wollte ich hier rein in die Drone, in die Probes, aber wird defended. Und es stirbt nicht viel vom Protoss dann. Gute Defense soweit von Astraea. Wenn der Koloss nur mit draufgeschossen hätte, wäre es sogar noch ein bisschen schneller gegangen. Aber ist okay so. Hat nicht so viel verloren da dran. Aber der hat jetzt... Hat das eine Void Wave verloren? Das ist aber vorhin zurück... Hat er das wieder reingerallied? Die Queen Kill. Spokulan Kill. Bin mir nicht sicher, woran das zweite Void Wave gestorben ist. Auf jeden Fall ist es tot. So wie die ganzen Early Game halten. Der Skeleton, der Stalker. Hier geht es nochmal auf den Overlord. Phoenix ist jetzt sogar noch mit dabei. Und jetzt die Hydras kommen mit ran und wollen das Void Ray haben. Wenn das sind Adepts aber wieder in der Main. Zu viert dieses Mal. Und da haben auch Hydras ein bisschen Schwierigkeiten. So eine Hydra. Wird einfach gewonshottet. Und die Adepts hier wollen wieder ran. Andy Jones werden hier weggezogen von Jem. Und Astraea macht hier wieder das Harassment. Shade wieder ran ans War Prism. Und da geht's wieder raus. Wieder neue Overlords werden hier rangeschickt. Das heißt, das Void Ray könnte hier wieder seinen Spaß haben und einfach mehr Overlords snipen. Aber diesmal haben die das Speed Upgrade. Neue Nice Carapace ist mit drauf. Trotzdem, Protoss hat hier. Range Upgrade, Blink ist gleich mit drauf und ja, das wollte ich eben wieder. Wir jagen Overlords. Das muss nervig sein, das Gem. Ja, und ein Overlord verliert er auch wieder. Währenddessen ist die Rest-Protoss-Army auch unterwegs. Dritte Basis läuft nämlich soweit, ist auch abgesichert. Es kommt noch ein Koloss mit dazu gelaufen. Es ist ein Warp Prison momentan. Ja, das hier eben mit dabei. Das lebt eben noch, kann noch weiter verwendet werden. Vierte Basis vom Sirgangs wurde ausgescoutet und ist auch. Gerade mit Hydras besetzt. Fünfte Basis kommt jetzt hier für Cem gerade mit dazu. 81 Drones hatte. Aber muss jetzt hier erstmal defenden. Er geht gerade auf Drop Overlords. Momentan seine Army besteht aus 18 Baningen, 25 Hydras und einigen Lingen. Adepts werden hier rüber geschickt, aber da ist ein ganzen Haufen an Hydras, ein ganzen Haufen an Baningen im Morph. Das heißt, Protoss weiß, da steht ein Teil von der Zerg Army. Und somit ist es schwierig, hier für Astraea wieder zu pushen. Er scheint es trotzdem zu versuchen. Ich meine, hier die Army ist ziemlich off-creep und damit kann der Protoss hier auch engagen. Da kommen ein paar Frost und Hydras zu isolieren. Und die Baninge Extended Thermal Lance ist jetzt mit drauf. Das heißt, Klossik können nochmal von weiter weg feuern und nehmen da einige Sorgeinheiten raus. Gem währenddessen mehr Dinge werden gebaut. Es kommt plus 2 Melee Attacks. Und hier geht's mal wieder auf den Creep. Und da kommen Baning Bomber. Aber es sind einige Stalker mit drin. Die haben auch Blink und die können die, ja, snipen. Es gehen auch beide down. Ein paar Baninge kommen raus. Trotzdem für die Stalker, das ist keine große Herausforderung. Adepts werden währenddessen Richtung 5. Basis geschickt. Aber da sind die ganzen Linge und Baninge. Hier drüben nochmal ein paar Overlords unterwegs. Protoss Army steht hier gerade gebündelt. Der hat Shaden sogar rein, aber die würden hier normalerweise nicht lange leben. Die geben ihr Bestes. Wer das in die Protoss Army rennt hier hoch auf diesen High Ground, will da endlich mal alles klären. Aber auch hier ist die Zerg Army in der Gegend. Ist immer ein bisschen Creep weggenommen. Trotzdem, Cem defendet soweit ordentlich und er geht ja auf einen ganzen weiteren Schwung. 5 weitere Overlords, obwohl er eigentlich nur 2 braucht für Max Supply. Kann man ja mal machen. Er geht auf einen Infestation Pit danach. Aber eben der Protoss hat jetzt ebenfalls 4 Basen. Laufen auch nicht schlecht. Das Shining Worker dafür vorhanden. War noch gerade im Long Distance Mine. Jetzt kommt ein großer Schwung an Baningen. Die Zealots chargen da mutig mit rein. Die Baningen wollen jetzt noch ran an den Koloss. Aber Koloss sollte das überleben. Ja, die Kollegen beschützen ihn. Das hat auch gerade den Zerg einiges gekostet. Wir sehen 6000 zu 2800 in den Resources lost. Also ist nicht so schön für Cem momentan. Astraea hat jetzt noch die Attack Upgrades mit da. Er hat auch interessanterweise plus 1 Air Weapons bereits unterwegs. Für die Void Rays, die immer wieder mal produziert. Hat 2 Stück davon. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob die Void Rays so geil sind. Nicht gegen Hydras. Zumindest. Hier drüben jetzt die nächsten Baninge in Masse unterwegs. Der Phoenix sieht das allerdings. Hat das im Blick und hier sind einige Cannons. Einige Schildbatterien-Sets chargen mutig mit rein, um die Baninge zu defenden. Und die Baninge kommen aber trotzdem ran an die Props-Props jetzt weggezogen. Und am Ende sterben 8 Worker hier für einen ganzen Haufen an Baningen. Protoss-Army findet hier aber nochmal ein paar Hydras. Und Cem, er hat jetzt hier den Max-Out. Stalker blinkt nochmal eine zur Seite, um zu scouten. Ein paar Linge sind jetzt hier unterwegs. Wollen hier wieder eine Flankierung starten. Mit den ganzen Hydras auch mit dazu. Also hier Cem will wieder die Protoss Army surround, weil Koloss natürlich von Einheiten von allen Seiten kommt, sind die Kolosse nicht so toll. Man wäre es mit Kolossen natürlich am liebsten in der gebündelten Position fighten. Und Cem momentan versucht sich sehr breit aufzustellen. Hat jetzt aber auch Templer sind mit beim Protoss mit dabei, aber Storm ist noch nicht ganz fertig. Jetzt kommen die Hydras, die Linge von allen Seiten. Protoss Army versucht sich durchzukalten. Ein paar Postels werden gesetzt, um die Zerg Army wegzuhalten. Aber die Baninge kommen jetzt hier nach und nach an. Die Templer sterben schon mal weg.
Trotzdem, Protoss Army ist weiter am Kiten, versucht sich hier durchzubrennen. Jetzt aber die Kolosse kriegen Probleme. Die Stalker sind nach hinten geblinkt. Die wollte es beiden gerade noch mit dem Hydras, aber die Baninge jagen einfach die Kolosse, die Stalker vor sich her. Und da wird die Astraea Army einfach gerade komplett abgeräumt. Nur noch zwei Kolosse übrig, ein Koloss übrig und der ist mega low. Da müssen die Hydras nur kurz drauf husten, dann fällt er auch mit um. Die Cells können gerade nichts tun gegen so viele Baninge und Hydras mit den ganzen Upgrades. Und man sieht sich die fünfte Basis, wird einfach, vierte Basis, wird einfach massiv belagert und wird sich vermutlich auch fallen, denn der Protoss kommt einfach nicht vorwärts, der Koloss geht auch noch da, der Benny kann aber schön in die Probes reingehen, nochmal 9 Kills mit dazu und ich glaube, das wird es was schon gewesen sein für Astraea, er hat keine Army mehr, mit der er fighten kann, er warbt nochmal Zealots rein, aber der Zerg geht gerade schon Richtung Bulots, da kommt ein Greater Spire, da kommen schon die ersten Corruptor und der Zerg hat jetzt genügend Economy, ja, kann jetzt, ja, nicht mal Drones verloren. Wenn dann vielleicht eine, aber ne, hauptsächlich die Linke ist hier dran gestorben und diesen Wobblissen. Also auch das Harassment funktioniert hier gerade nicht für Astraea. Er hat 70 Supplies hier hinten. Sobald hier Bulgots da sind für Cem, wird sich das Thema auch erledigt haben. Wobblissen wird jetzt auch noch weiter gejagt. Corruptor werden draußen. Ich meine, der Versuch hier von Astraea noch so viel Zeit wie möglich zu gewinnen. Hier ist wieder eine kleine Army unterwegs, aber hier auch die Baninge in Masse wollen rein. In die dritte, vierte Basis wird gerade neu genommen. Cannons geben sich wieder mal größte Mühe. Diesmal sind keine Salads mit dabei. Die Pops waren gesplittet, aber es sind halt so viele Baninge. So viele Baninge überall. Der Phoenix liftet nochmal mit. Die Props werden richtig schön nochmal weggezogen, aber es sterben trotzdem 7 Stück. Die eine Cannon wird hier auch noch fallen. Jetzt sind immer noch 3 Baninge da. Die Cannon hier hat keinen Saft mehr. Und auch hier geht es einfach wieder mitten rein. Und damit 11, 12 Props gehen da. Und die ganzen Cannons und Schildbatterien sind tot. Wenn das in dem Circle geht, prima. Hat jetzt den Greater Spire gleich, weil die eigentlich kein Supply frei für Bulots momentan. Aber Cem hat jetzt hier noch Pathogen Glance, Burrow plus 1 Armor, die Protoss Army sind echt nicht so beeindruckend aus, vor allem als sie hier nicht alles in einem Haufen unterwegs ist, sondern die Salads laufen ein bisschen voraus, der Koloss kommt auch später, Storms landen zwar nochmal, aber gehen hauptsächlich ins Leere, Fester haut nochmal einen schönen Funkel auf die ganzen Stalker und da kommt das GG von Astraea, Cem holt sich hier das Zeitsatz und das ist jetzt wieder relativ einfach für ihn aus, gut, die Kolosse haben ein bisschen genau, das Void Arrestment hat ein bisschen genervt, aber hat eigentlich auch recht gut in den Griff gekriegt und dann einfach den Fight immer gut genommen. Astraeas Kolossplan mit Void Race geht irgendwie nicht ganz so auf. Mal sehen, ob es sich in der nächsten Map umentscheidet. Denn jetzt ist natürlich Matchball für Cem angesagt. Das heißt, Astraea muss wirklich sich überlegen, was er aus der Situation macht. Momentan wird ein bisschen von Lingen harassed. Und wir hatten bisher keine tote Einheit. Jetzt ist gerade erst der Ling gefallen. Und es gibt einen schnellen Roach von einen schnellen Leertech bei Cem. Will der hier etwa Nydusen? Ich meine, er flieht jetzt hier erstmal den Overlord. Weitere Overlord hängt hier auf dem Highground. Und beim Protoss geht's auf ein schnelles Charge. Muck, das hat er auch gesehen. Gut, deshalb kommen die Roaches. Er hat die ganz verpeilt. Er hat das natürlich gescoutet mit dem Overlord. Das Twilight Council mit der Robo. Aber interessant, dass der Charge auf jeden Fall dazu kommt. Es kommt trotzdem auch der Darkschwein ab. Der Darkschwein natürlich kommt jetzt ein bisschen später. Somit erstmal eine Valley Salads und dann into die Tees und Arkons. Interessanter Plan von Astraea. Wie gesagt, er hat ein bisschen speziellere Builds. Nicht unbedingt etwas, was mir jetzt so direkt geläufig ist, dass man Charge mitzieht vor den DTs. Aber es sind eben schon Roaches unterwegs für den Zerg. 42, 42 in den Workern aktuell. Protoss baut aber noch ein paar mehr. Zerg hingegen ist gerade fertig mit dem Dronen. Da kommt, wenn dann später noch eine Runde. Jetzt kommt nicht die nächste Runde, aber es ist eben schon eine Runde Roaches da. Da kommt auch der Overseer für alle Fälle, falls die DTs dann mit vorbeikommen. Und das Warpress ist dann gleich da zusammen mit Charge. Bin mir nicht sicher, wie erfolgreich das für Astraea sein wird. Ich meine, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und hier kann es dann losgehen. Salads sind da, Charge ist in 10 Sekunden auch da. Darkschwein braucht eben noch ein zweites Warprism unterwegs. Das ist der Versuch mit Doppel-Warprism mit DTs und Salads da was zu machen. Aber Problem ist halt, ja, die Roaches schon mal gegen die Salads. Speed-Upgrade für die Roaches kommt auch, mehr Roaches werden gebaut. Aber eben das zweite Warprism soll jetzt vermutlich die Änderung bringen. Denn mit dem geht es in Richtung Main und damit wahrscheinlich auch mit DTs. Denn der Darkschwein ist jetzt fertig. Und wir haben aktuell 4 Gateways, aber es wurde eben gerade reingewobt. Das heißt, auf den nächsten Warp-In-Cycle muss noch kurz gewartet werden. Das ist, glaube ich, knapp außerhalb. Ne, das ist in der Vision, gerade so mit drin. Ich das hat der Warp-Bus mit auch gesehen. Zuletzt gehen jetzt hier rein in die dritte, aber das sind halt die ganzen Roaches mit Queens. Mehr Roaches werden gebaut. Worker-Count 47 zu 45. Zerg droned nochmal höher, aber baut auch Roaches. Und bisher sieht das von Cem ordentlich in der Defense aus. Ja, dass auch hier die Roaches ja mit Overseer. Er lässt sich hier nicht verarschen und somit der Plan von Astraea gelingt soweit nicht. Versucht jetzt hier noch mit dem Warprism hinten reinzukommen in Richtung Natural, aber auch hier die Roaches sind überall. Cem hat alles im Blick, hat den Creep, hat die Overlord-Spreads und da kein Stargate Opener da ist, können halt die Overlords auch gerade nicht so wirklich gesniped werden. Daher das Warprism flippt bereits einige Hitpoints und muss eventuell einfach hier rausgerecallt werden, ansonsten wird das schwierig. Stattdessen gehen die Salads nochmal rein in die dritte, aber auch hier sind immer noch die Roaches stationiert. Und man sieht, es sterben zwar mal eine Roach, aber die Salads kommen halt nicht an das, was sie eigentlich ran wollen, nämlich an die Drones. Auch hier das Warprism mit den DTs geladen, kommt auch nicht vorwärts.
Denn hier sind auch die Roaches mit Spawcrawler. Also bisher die Defense wahnsinnig gut von Cem. Lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Man sieht, dass eine Warpless Mankton hier noch in der Ecke rum. Roaches werden da gerade abgezogen. Also da wäre vielleicht noch was möglich mit diesem Warpless. Und das andere hier hat jetzt Archons draus gemacht. Trotzdem der Zerg, wenn das ein Block mit dem Creepspread gerade die dritte. Zumindest noch für eine Weile. Archons jetzt hier gehen auf die ersten Overlords, um endlich mal die Vision einzuschränken. Währenddessen geht es bei Cem auf die vierte Basis. Er hat 57 Worker, also ihm geht es im Worker-Count sicherlich nicht schlecht. Und ja, hier die Archons. Es sind einige Roaches auch gegen die Archons da. Also das kann man auch verwenden. Speed-Upgrade ist auch mit drauf. Also das ist jetzt nicht unbedingt der gefährlichste Archon-Drop ever. Man sieht sie auch, Roaches jagen da bereits entgegen. Und Swaplism lädt wieder ein, geht weg. Und der Rest der Roaches ist unterwegs auf eine Mission, um mal die dritte auszuscouten. Creep ist jetzt weg, jetzt kann die dritte kommen. Aber mit den Roaches früh da, kann die natürlich auch recht schnell gesniped werden. Momentan gibt es noch keine dritte. Momentan werden Immortal produziert und plus 1 Attack. Aber eben Cem, mehr Drones kommen auch bei ihm. Es kommt Overlord Speed, Link Speed. Und ja, hier dritte Basis wird erstmal nichts. Die Roaches sind nicht bereits hier. Und hier fehlt komplett das Army Supply. Man muss bedenken, Teil des Army Supplies steckt in dem Warprison mit den Archons. Das andere Warprison ist auch noch irgendwo, es war irgendwo unterwegs. Nicht sicher, ob das schon wieder eingegangen ist. Ne, es lebt noch irgendwo das zweite Warprison. Die Roaches jetzt hier haben die Drone raus, die Pope rausgenommen, versuchen jetzt hier zu kiten, aber die kommen jetzt hier von hier weniger weg gegen Triple Immortal. Also da war Cem dann doch einen Moment zu lange da, währenddessen defendet er immer noch hier gegen die Archons. Ja, die Roaches waren hier einfach abgefarmt. Dritte Basis kommt jetzt hier für den Protoss. Trotzdem, er hat ein paar Pinance bekommen, er hat die Probe bekommen. Die dritte Basis ist eben immer noch ziemlich spät für Astraea. Währenddessen Cems vierte Basis steht bereits und er holt sich jetzt doch wieder einen Nudelsturm. Er will doch wieder mit den Roaches direkt angreifen. Das Warpism ist mega low. Die Archons versuchen jetzt hier den Schaden zu machen. Nehmen jetzt auch endlich mal ein paar Drones raus. Endlich gehen mal drei Drones an, aber auch ein Archon fällt. Teure Archon geht hier down und die Protoss-Army ist gerade tatsächlich unterwegs. Pusht die rüber mit den ganzen vier Mortals an Firepower. Und eben auch die Warprisms sind auch noch in der Gegend. Zumindest noch eins. Eins ist tatsächlich jetzt gestorben, das zweite ist mega low. Also den Warprism geht es auch nicht mehr so prickelnd. Es ist immer noch so ein riesen Haufen an Roaches hier auf dem Feld. 170 Supply zu 110 und da kommt der Nudus in der Mainbase und die Protoss-Army ist nicht in Position. Recall, hier ist gleich einer verfügbar, gleich 50 Energie da. Trotzdem, der Nudus wird schon ziemlich weit fortgeschritten. Die Frage ist, überhaupt Einheiten im Nudus drin? Ja, da waren Ding und Roaches gerade eingeladen. Und somit Protoss-Army wird gerecalled Richtung Main, um eben genau diesem Problem entgegenzugehen. Aber Problem ist jetzt natürlich, durch den Recall ist der Protoss weit, weit weg von seiner dritten. Und der kann es sich schon verabschieden. Die Archons hier an vorderster Front sind auch nicht ganz in der besten Posi, passen aber natürlich nicht so wirklich durch die Wall. Das heißt, die müssen da stehen. Und die Roaches ergreifen mit CI-Icon. Die dritte Basis soll gesniped werden, wenn das der Zerg hat. Vier Basen, 60 Drones und neuer Nidus-Wurm. Ja, ist jetzt hier fertig. Mal sehen, wann der nächste kommt. Hier geht es jetzt schon mal in die Protoss-Army. Und der Zerg hat die bessere Posi. Können ihn von drei verschiedenen Seiten angreifen. Zaletz starten zwar mutig rein, aber Close of Bites kommen auch. Die Archons gehen, lösen sich ziemlich schnell auf. Die Zaletz halten ja auch nicht mehr lange durch. Jetzt geht es an die Immortals. Die versuchen nach hinten zu kalten. Da kommt ein Guardian Shield. Aber Problem ist, es sind so viele Roaches einfach. Die Champion Economy war nicht sehr beeindruckt von dem Warpless Harassment. Und somit ist der Zerg jetzt einfach schon sehr, sehr weit, was das Army Supply betrifft. Man sieht, er kaltet sich jetzt rein. Sniped Immortal 1, Sniped Immortal 2. Immortal 3 wird auch low, geht auch down. Hier Zerg bricht jetzt einfach durch die Wall. Die dritte Basis. Also dessen vor noch ein paar einzelnen Roaches bekotzt, um auch noch down zu gehen. Neuer Nudus wurde gesetzt in Astraea. Ja, er unterliegt da einfach Cem. Er war da einfach zu solide, hat sich eben hier in dieser vierten Map überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Abgeklärt gegen das Harassment, wobei der Plan auch von dem Harassment jetzt mir nicht so toll erschienen ist. Und somit macht das Cem mit einem 3:1 und zieht damit in die nächste Runde, ins nächste Match, dass er dann... Lasst mich nicht lügen, lasst mich nachgucken. Ich wusste es eben noch, aber ich habe es schon wieder... Becheckt. Das ist nicht die Webseite, die ich wollte. Genau, als nächstes muss er nämlich gegen Masa ran. Gegen den kanadischen Terraner, der als Vierter in der Gruppe gelandet ist. Und der Gewinner von den beiden darf dann gegen Time ran. Das wird das nächste Match. Das war Runde 11. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.